Hallo und guten Tag. Hier ist ein kleines Informationsvideo für euch. Es geht um die Umstrukturierung, von denen ich gesprochen habe. Da ist sogar was ganz Wichtiges dabei, und zwar zocken wir zusammen. Ja, aber erstmal cool bleiben. Da dachte ich mir, ein Upload-Plan wird das sinnvollste sein. Deswegen erfahrt ihr nun hier die Sachen. Ganz wichtig an der Stelle hier am Anfang, falls irgendwann an irgendeinem Tag möglicherweise eben das Video nicht parat sein sollte, werde ich einfach ein normales Dummschwätzer-Video rauskloppen oder eben das, was da ist. Natürlich will ich, schaue ich, mein Ziel Numero Uno ist, dass an den Tagen immer was da ist. Ja, falls ich es halt nicht schaffen sollte, jetzt freitags zum Beispiel keine Mucke parat zu haben oder was mit Mucke zu tun hat, dann lade ich halt ein Let's Play hoch, ein Gummibärchen-Video oder irgendwas. Montag. Montags kommt ein Dummschwätzer-Video mit einem Spiel, das ich mir ausgesucht habe. Dienstags kommt eine Dummschwätzer-Folge mit einem Spiel, das ihr euch ausgesucht habt. Ich hab da schon eine riesen Liste, aber bringt immer mehr Kram. Das ist wichtig. Mittwoch habe ich hier im Moment noch frei stehen. Also ich weiß nicht, ich dachte mir, ein Tag frei ist generell nicht schlecht. Ich hab erst gedacht, vielleicht eben Ende der Woche oder ja, gegen Ende der Woche am Wochenende. Aber gerade da ist ja Wochenende, da wollt ihr dann eigentlich was sehen vielleicht. Dann abends noch, sonntags oder so, kurz bevor ihr ins Bett geht, wollt ihr vielleicht noch irgendwie unterhalten werden. Und da es nichts anderes gibt als meinen Kanal, muss ich da was bringen. Also Mittwoch ist erstmal noch frei. Donnerstag kommt ein normales Let's Play. Ich habe wieder Bock bekommen auf auch einfach auf was Normales, ungeschnitten, total stinklangweilig, halt einfach Let's Play-mäßiges, ja. Da habe ich drei Spiele zur Auswahl, da könnt ihr euch jetzt eins aussuchen. Also erstens Fallout New Vegas. Es wäre echt edel, also das liegt mir am ehesten, würde ich am liebsten machen, weil ich bin eh voller Fallout-Fan und New Vegas hat mir sehr gut gefallen. Deswegen ist Fallout New Vegas natürlich mein Favorit. Weil hier so viele Haare, die Haare liegen hier auf dem Tisch rum. Bald habe ich es glatt. Fallout New Vegas. Oder Fallout 3 oder Skyrim. Könnt ihr euch aussuchen. Mir gefallen alle Spiele extrem gut. Alle drei Spiele habe ich auf der Konsole. Das heißt, ich hocke dann halt auf der Couch und zock die auf der Couch. Aber ich mache das auch trotzdem mit Cam. Dann seht ihr mich halt, wie ich da hocke und nee. Wird alles auf der Couch betrieben, diese Spielerei. Freitags kommt Musik. Irgendwas zur Musik oder was weiß ich. Musik an sich. Irgendwas. Musiktechnisches werde ich da bringen, weil ich immer mehr in die Musik verfalle und so viel Zeug mache und allein auch manchmal einfach nur über irgendwas Musikalisches sprechen will mit euch oder kurz was hochladen will, ein Testenlied, irgendwas, bla bla bla. Und das ist dann einfach freitags der Fall, der Musiktag. Samstags, und das ist jetzt wahrscheinlich das Wichtigste für euch, kommt ein Community-Video, dass ich mein Handy, was? Handy. Samstags kommt dann ein Community-Video. Ich dachte mir das so, sonntags kommt ein Video, da sage ich dann, hey Leute, am Dienstag spiele ich von 17 bis 18 Uhr auf dem Counter-Strike-Server Pipapo, spiele ich eine Stunde und mache halt eine Dummschwätzer-Aufnahme. Und ihr könnt einfach mit dabei sein. Also, ne, oder bei Battlefield oder was weiß ich, oder Pflanzen vs. Zombies, irgendwas. Ich sag das einige Tage davor an, also immer sonntags, in diesem Informationsvideo, das ich sonntags jeden Sonntag bringen werde, da kommt dann Informationen zum Kanal, zu mir und zum weiteren Voranschreiten. Und da ist dann natürlich auch die Information, na gut, die Information zu diesem Community-Tag. Ich werde dann da einfach spielen und ihr könnt mitmachen. Es wird oft gar keine Begrenzung haben, also Platzbegrenzung. Wenn man natürlich sowas spielt wie Battlefield und man in einen Squad will, ist natürlich, also wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber sonst, ja, wenn es mal was gibt, wo halt nicht so viele mitspielen können, dann schreibt ihr halt einfach unter das Video sonntags, wer mitmachen will oder so. Ja, die ersten x Leute, die reinpassen, sind dabei, der Rest ist halt dann das nächste Mal dabei, so. Aber versteht das nicht falsch, wir werden nicht alle im Teamspeak sein oder sowas, weil das ist dann natürlich eine normale Dummschwätzer-Folge, da kann ich nicht, also ich kann das nicht machen, wenn andere dabei sind. Also nicht, dass es mir peinlich wäre, aber das geht halt nicht. Man spricht dann zusammen, was ja auch cool ist. Und was auch kommt, dass wir einfach zusammen spielen. Also einfach zocken ohne Aufnahme. Wenn ich diese Community-Aufnahmen will ich ja hochladen. Und da werde ich ja natürlich alleine hin und her kommentieren. Ihr seid dabei. Ich werde einfach alle, die mir Bescheid geben, also unter das Video schreiben, werde ich halt auch natürlich jedes Mal samstags dann bei diesem Video verlinken unten in die Beschreibung, dass die dabei waren. Und natürlich, wenn ihr auch fällt, also ich meine, dummschwätzermäßig werde ich darauf eingehen. Wenn ihr jetzt bei Battlefield mich mit dem Jeep überfahrt oder so, sage ich dann auch, Kartoffelsalat hat mich überfahren. Guck mal bei ihm vorbei. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich, sollte ja nicht leer ausgehen. Und das wird einen heiden Spaß machen. Und ihr könnt euch zusammentun und mich kaputt machen. Und dann könnt ihr sehen, wie ich mich aufreg. Oh, jetzt sporn ich euch an, gell? Oh nein, wir machen das lieber nicht. Doch, das machen wir. Ja, also das werde ich dann immer sonntags ankündigen und dann zum Beispiel, hey Leute, ich habe vorhin schon ein Beispiel gemacht, hört auf jetzt. Ja, also diesen Sonntag wird dann schon die erste Ankündigung kommen zu diesem. Sonntags ist dann, wie gesagt, der Info
Infotag bzw. Real-Life-Videotag. Da werde ich einfach Informationsvideos hochladen, beziehungsweise, ja, die mache ich ja meistens, die mache ich ja so. Ich renne mit der Kamera rum oder so. Ich habe die Kamera jetzt nur nicht am Start, weil die ja gerade geladen wird. Jetzt muss ich wieder mit dieser verkackten Cam. Guckt euch diese Scheiße an. Dieser verkackten... Oh. Ich hasse es. Egal, ich lasse es jetzt, die Einstellung. Ah. Ich habe schon wieder keine Nase. So weit, so gut, würde ich mal so behaupten. Und wie gesagt, wenn ich irgendeinen Termin nicht einhalten kann, dann lade ich entweder das hoch, was ich eben gerade da habe, oder es kommt dann natürlich nichts, was ich möglichst vermeiden will. Ist ja klar, wenn ich schon so einen Plan habe und so. Also ich will generell auch vermeiden, dass ich irgendwas hochlade. Ich will die Sachen planmäßig hochladen. Aber ja, wenn es halt nicht klappt, ihr wisst, wie das Leben ist. Zack, ist man überfahren. Dann hat man ganz schlechte Karten, wenn man einmal überfahren wurde. Schwierig. Schwierig, dann noch Videos zu machen. Und ich wurde ja schon viermal überfahren, richtig? Falls ihr Vorschläge habt, was ich mittwochs noch machen könnte, wo man der freie Tag ist, könnt ihr die hier gerne äußern und dann überlege ich, wie ich das, ob ich das noch einbinde oder wie auch immer. Ja, oder falls ihr Einwände habt oder Vorschläge generell, Verbesserungsvorschläge für den Plan, meldet euch. Na gut, okay, also dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.